Ich bin Uli, ich komme aus Magdeburg und meine Frage ist, ob die Grünen auch wirtschaftliche Interessen vertreten können. Ja, Uli, seid ihr mal ganz sicher, lieber Uli aus Magdeburg. Magdeburg ist ein gutes Stichwort. Selbstverständlich vertreten wir auch wirtschaftliche Interessen, denn eines ist ganz klar, Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch. Wenn du zum Beispiel in neue Umwelttechnologien reingehst, dann kannst du viele, viele neue Arbeitsplätze schaffen. Wir haben mit den erneuerbaren Energien 350.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und gerade in Magdeburg gibt es Enercon, einer der großen weltweit führenden Windkrafthersteller oder Windradhersteller. Also wir wollen immer Klimapolitik, Umweltpolitik, Energiepolitik mit Wirtschaftspolitik verknüpfen und mit Verlaub, eine Wirtschaft, die sich nicht ökologisiert, hat auch keine Zukunft. Ich bin Agi Hartmann und ich komme aus Berlin-Pankow. Ich hätte gerne gewusst, wann die Bundeswehr aus Afghanistan raus ist. Liebe Agi Hartmann, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir wollen und sind sehr davon überzeugt, dass wir ein festes Abzugsdatum brauchen, dass der Abzug bald beginnen muss, im nächsten Jahr beginnen muss, dass er, weil es gibt keine militärische Lösung in Afghanistan. Wir brauchen einen geordneten Übergang. Wir müssen verantwortlich abziehen, ganz klar. Aber wir brauchen diesen Abzug. Wir brauchen eine Stärkung der Sicherheitsstrukturen, Polizei in Afghanistan, afghanischer Polizei. Wir brauchen auch afghanisches Militär. Aber wir brauchen vor allem, und das ist das Allerwichtigste, eine andere Strategie. Die jetzige Militärstrategie eskaliert den Konflikt. Und wir brauchen den zivilen, den politischen Wiederaufbau, auch den entwicklungspolitischen Wiederaufbau eines Landes, das über Jahrzehnte von Gewalt dominiert ist. Das heißt, die Bundeswehr wird in den nächsten Jahren abzuziehen sein, was nicht heißt, dass da nicht Nichtregierungsorganisationen und große Verbände und Entwicklungspolitik dort weiter aktiv sein muss. Ich bin der Dennis aus Pankethal, am Rande von Berlin, und meine Frage an Sie, Frau Roth, ist, ob Sie sich das Amt als Bundeskanzlerin vorstellen und zumuten könnten. Dennis, diese Frage, die wird im Moment viel gestellt, aber weißt du, ich glaube, wir haben im Moment echt andere Probleme. Ich möchte alles dafür tun, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal in den Landtag reinkommen, zum allerersten Mal in unserer Geschichte. Ich möchte, dass wir in Niedersachsen ein super gutes Kommunalwahlergebnis haben. Ich möchte, dass wir in Berlin die regierende Bürgermeisterin stellen. Am 18. September ist ja die Wahl in Berlin. Und ob jetzt Grüne Kanzlerkandidaten benennen, das ist ein Spiel, das interessiert viele außerhalb der Partei, aber das ist echt nicht unsere Hauptfrage. Ich bin Heike, ich komme aus Darmstadt und ich möchte gerne wissen, wie soll es in dem politischen Bildungssystem weitergehen, was Schulen betrifft. Bleibt es bei dem dreiteiligen System oder soll in Zukunft alles nur noch gemeinsam einer Klasse unterrichtet werden, inklusive den auch Lernbehinderten? Wie stellen Sie sich das vor? Ja, liebe Heike, auch da passiert ja ganz, ganz viel, gerade bei der CDU. Wir haben ja über lange, lange Zeit gesagt als Grüne, dass das dreigliedrige Schulsystem ein Schulsystem ist, das nicht wirklich Bildungsgerechtigkeit mit sich bringt. Das wird von internationalen Experten, nicht zuletzt von der UNO, immer wieder kritisiert, dass Deutschland das sozial selektivste System hat. Das heißt, die Kinder aus sozial schwächeren Familien, die Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte haben die größten Schwierigkeiten, gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem zu haben. Und das wird verschärft durch ein dreigliedriges System, wo man im Alter von 9 Jahren entscheiden muss, ob das Kind jetzt weitergeführt werden kann oder nicht. Also wir sind dafür, dass dieses dreigliedrige Schulsystem überwunden wird, dass Kinder länger zusammen lernen können. In den Ländern, die besonders erfolgreich sind, wie Finnland zum Beispiel, lernen die Kinder 9, 10 Jahre zusammen und bei uns werden sie schon mit 9 oder mit 10 Jahren auseinandergerissen. Ja, mein Name ist Christian Betz. Ich bin jetzt seit 4 Jahren glücklicher Wahlberliner und ich würde gerne wissen, Frau Roth, planen Sie bei einer zukünftigen Regierungsbeteiligung auf Bundesebene den jetzigen Atomkonsens, den Ausstieg, nochmal aufzuknüpfen, um ihn vielleicht nicht erst 2022, sondern vielleicht, wenn der Druck der Basis so hoch ist, schon 2017 durchzusetzen? Danke. Ja, lieber Christian, ich glaube, das hat mit dem Druck der Basis
das reicht nicht aus, sondern wir haben uns vorgenommen, nach 2013 die Daumenschrauben anzuziehen. Und zwar zum Beispiel, was die Sicherheitsüberprüfung der Reaktoren angeht. Ich bin aus Süddeutschland, in meinem Wahlkreis gleich daneben ist Gundremmingen. Das ist ein Siedewasserreaktor Modell Fukushima. Fühle ich mich ehrlich gesagt nicht besonders sicher in dieser Nachbarschaft. Wir wollen die Sicherheitsüberprüfung ganz streng machen. Wir wollen das kerntechnische Regelwerk wieder in Kraft setzen. Da kommen hohe Nachrüstungsaufgaben zu auf die Betreiber und möglicherweise rentiert es sich dann gar nicht mehr ökonomisch, diese Dinger weiter länger laufen zu lassen. Das ist die eine Seite, die Sicherheitsfrage. Die andere ist, wir wollen viel ambitionierter in die erneuerbaren Energien einsteigen, in Energieeinsparung, in Energieeffizienz, dass sozusagen wir sehr viel schneller kompensieren können, das, was durch die Abschaltung aus der Atomkraft erreicht werden kann. Also die Atomfrage ist mit der Zustimmung zur Atomgesetznovelle, mit der Zustimmung zur Rücknahme der Laufzeitverlängerung von Schwarz-Gelb und zur Abschaltung der 7 Ältesten plus Krümmel nicht vom Tisch. Wir bleiben dran, natürlich mit dem Ziel, Sicherheit absolut als Priorität anzusehen und dann auch schneller rauszukommen. Ja, hallo, hier ist Marius aus Berlin und mich interessieren Menschenrechte und da ja im Irak teilweise die amerikanischen Soldaten auch Kriegsgefangene gefoltert haben oder sie nicht menschenwürdig behandelt haben, würde mich interessieren, da ja jetzt im Moment auch in Afghanistan die Soldaten teilweise auch die deutschen Krieger quasi umschießen und auch die Leute aus dem Roten Kreuz, was sie denn, also welche Bürgerrechte Sie denn den Kriegsgefangenen Afghanistan zuteilen würden, wenn Sie jetzt von Deutschen gefangen würden? Ja, lieber Marius, da triffst du natürlich ein Herzensthema von mir. Ich war ja Menschenrechtsbeauftragte eine ganze Weile der rot-grünen Bundesregierung. Ich war Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Und eines ist sonnenklar, Menschenrechte sind unteilbar und sie sind universell gültig und auf jeden Fall in jeder Situation universell gültig. Du sprichst so recht an, die Menschenrechtsverbrechen im Irak, im Gefängnis Abu Ghraib, ein Ort der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, der Demütigung von Menschen, das hat die gesamte Glaubwürdigkeit einer sogenannten westlichen Menschenrechtspolitik in Frage gestellt, nachdem diese schrecklichen Bilder von wirklich Demütigung durch die Welt gegangen sind, veröffentlicht worden sind, bin ich so oft in dieser Region angesprochen worden und Leute haben mir gesagt, in der Türkei zum Beispiel, hört ihr doch auf von Menschenrechten zu reden, die ihr doch die Menschenrechte beispielsweise an Muslimen mit Füßen tritt. Also in jeder Situation muss Politik die Menschenrechte integrieren. Das kann nicht nur ein Sahnehäubchen sein, was man am Sonntag dann mal fröhlich erwähnt, sondern die Menschenrechte, die rechtsstaatskonforme Politik muss integrierter Bestandteil jeder Außenpolitik sein, jeder Entwicklungspolitik sein und jeder Situation auch in bewaffneten Auseinandersetzungen. Das heißt, selbstverständlich müssen sich auch Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen an die Menschenrechte halten und dürfen Gefangene nicht menschenunwürdig behandeln, dürfen auch über in konkreten Auseinandersetzungen nicht völkerrechtswidrig agieren.